Herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute geht es um die dialektisch-behaviorale Therapie bei der Borderline-Störung. Insbesondere möchte ich starten mit dem Modul Stresstoleranz-Skills. Kurz zu mir, für die, die mich vom Kanal aus noch nicht kennen. Ich habe selbst die Diagnose Borderline bekommen, das war 2016. Ich habe dann 2017 eine ambulante DBT-Therapie in der Uniklinik in Köln in der Psychiatrie gemacht. Das war 2 Stunden die Woche. Parallel eine Einzeltherapie bei einer Therapeutin, die auf Borderline spezialisiert war und auch ausgebildete DBT-Therapeutin. Von daher war dieses Programm wirklich lange Zeit sehr starker Inhalt meiner Therapie. Und parallel dazu habe ich das Online-Skills-Training durchgearbeitet. Das verlinke ich hier unten in der Infobox für die Leute, die das interessiert, die an sich arbeiten möchten. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ansonsten werde ich aber hier versuchen, auf dem Kanal das komplette Skills-Training zu teilen. Das wird ganz schön lange dauern, weil es wirklich viel ist. Die Module Stresstoleranz umfasst, das Modul Umgang mit Emotionen, Achtsamkeit, Selbstwert, Glaubenssätze, zwischenmenschliche Fertigkeiten. Also es ist wirklich viel. Und insgesamt muss ich sagen, hat es mir auf jeden Fall geholfen. Ich würde nach wie vor sagen, dass mich die DBT alleine nicht gesund gemacht hätte, weil oft bei einer Borderline-Störung einfach noch tiefer liegende Ursachen da sind. Aber die DBT, wenn man wirklich die Skills anwendet, regelmäßig übt, und damit meine ich jetzt nicht nur den Notfallkoffer, der relativ bekannt ist, dann kommt man auf jeden Fall im Leben besser klar. Es hat dazu geführt, dass ich ja so gut wie keine Suizidgedanken mehr habe, dass ich meinen Alltag besser bewältigen kann und dass ich alleine auch in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr so schnell aus der Haut fahre und grundsätzlich, ich sag mal so, es nicht mehr so hoch und runter geht bei mir, sondern vielleicht nur noch so, dass ich jemals der stabilste Mensch von der Welt werde, was die Emotionsregulation angeht. Das glaube ich nicht. Dadurch sind einfach meine Emotionen zu stark und Stimmungsschwankungen habe ich auch noch. Aber alleine, dass man am Ende vielleicht keine selbstschädigenden Verhaltensweisen mehr hat, ist unter anderem auch das Ziel der Stresstoleranz. Also, dass man durch diese Stresstoleranz-Skills lernt, von selbstschädigendem Verhalten zum Beispiel wegzukommen, mit schwierigen, belastenden Situationen besser umzugehen. Das ist nichts, was an die Arbeit jetzt von Glaubenssätzen geht oder Traumata, absolut gar nicht. Also das muss man dann wirklich in der Einzeltherapie machen. Aber man lernt, Krisen besser zu bewältigen. Das ist das Ziel. Man lernt, unangenehme Lebensereignisse, die man nicht verändern kann, besser zu akzeptieren. Und man erlernt einfach Skills, die nicht wie destruktive Verhaltensweisen zwar kurzfristig hilfreich sind, aber langfristig schädlich, sondern ein Skill, die Definition ist, alles, was ein Skill ist, ist nicht schädlich, aber langfristig hilfreich und hilft einem einfach mit Emotionen besser umzugehen. Genau. Und bei der Stresstoleranz ist mit Sicherheit der Notfallkoffer bekannt, was halt so ein sinnesbezogener Skill ganz oft ist oder ja, wo gesagt wurde, ja, die Chillischote, ich glaube, das kennt irgendwie jeder, der da schon mal was von gehört hat, aber Stresstoleranz ist eigentlich noch sehr, sehr viel mehr und gliedert sich auf in 2 unterschiedliche Module. Einmal die Hochstresstoleranz, also Stresstoleranz-Skills, die man anwendet, wenn die Anspannung bei über 70% ist. Das sind dann wirklich so Sachen wie zum Beispiel der Notfallkoffer, wie sich ablenken, sich beruhigen mit Hilfe der 5 Sinne. Da spielen auch Achtsamkeitsübungen mit rein, also zum Beispiel 3 Dinge, die ich sehe, 3 Dinge, die ich höre, 3 Dinge, die ich fühle. Alles, was sinnesbezogen ist, kalte Duschen, solche Dinge gehören dazu. Ich gehe aber auf jeden einzelnen Skill nochmal separat ein. Das ist jetzt nur das Einführungsvideo. Dann der Skill, den Augenblick verändern, die gelenkte Aufmerksamkeit und der Anti-Craving-Skill. Den, wenn man den wirklich kann, kann es helfen, zum Beispiel aus der Bulimie wieder rauszukommen, die Impulsivität zu verringern und ja, dass man allgemein eine bessere Art der Selbststeuerung bekommt. Also so würde ich es auf jeden Fall sagen. Ja, zur Stresstoleranz gehören aber auch die Skills radikale Akzeptanz, die Entscheidung für einen neuen Weg und die innere Bereitschaft. Und das waren für mich wirklich sehr, sehr schwierige Skills, weil ich in meiner Reise zum Beispiel aus der Essstörung raus, beziehungsweise aus dem Erbrechen
Essanfällen, wie auch immer, impulsiven Verhalten und Selbstschädigung, immer wieder mir sagen musst, okay, ich bin bereit, den neuen Weg zu gehen, ich bin bereit, eine neue Autobahn im Kopf sozusagen zu legen und ich entscheide mich immer wieder bewusst, den Weg für Gesundheit und gegen Selbstschädigung. Ja, und darum geht es bei dem Modul Stresstoleranz. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Bereitschaft mitbringt. Wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, ich mache jetzt das Skills-Training, aber ich möchte eigentlich die Selbstverletzung nicht aufgeben, weil mir das so viel gibt, dann verstehe ich das durchaus. Mir hat die Essstörung lange Zeit super viel gegeben. Das hat mich beruhigt, das hat mich betäubt, das hat mir geholfen, die Wut nicht an anderen Menschen auszulassen, sondern an mir selbst. Aber das macht natürlich auf die Dauer kaputt und jedes andere selbstschädigende Verhalten geht in die gleiche Richtung. Genau, und deswegen werde ich im Modul Stresstoleranz erstmal diese 7 Skills sozusagen vorstellen. Und am Ende, wenn man das wirklich gut kann, dann sollte es dazu verhelfen, dass man im Alltag einfach funktionaler ist, dass man sich besser steuern kann, dass man die Emotionen besser aushalten kann, dass man auch Dinge, die man nicht verändern kann, besser akzeptieren kann, ohne sich weiter zu schädigen. Weil früher war es zum Beispiel bei mir so, dass ich wütend war über eine Sache, die ich nicht verändern konnte sozusagen. Dann hat sich so eine krasse Anspannung in mir aufgebaut, dass ich so einen Druck hatte, dass ich mich übergeben habe. Dann ging dieser Kreislauf wieder los, der Selbsthass ging wieder los, die Selbstzerstörung ging los. Und dann hatte ich zusätzlich zu diesem anderen Problem, was in meinem Leben war, was ich nicht verändern konnte, noch diese Selbstzerstörungsschleife, diesen Suchtdruck, der wieder losging, was dazu verholfen hat, dass es mir noch schlechter ging und die Depression quasi noch schlimmer wurde. Und deswegen sind Skills auf jeden Fall auch hilfreich, darum eine Situation, die eh schon scheiße ist, nicht noch schlimmer zu machen, dass man sich quasi besser selbst steuern kann, besser beruhigen kann, besser regulieren kann. Wichtig vorweg, bevor wir damit starten, ist, finde ich, dass man vor allen Dingen auch merkt, wie seine Anspannung ist. Und dazu kann ich halt wirklich empfehlen, so ein Anspannungsprotokoll zu führen. Da kann man ganz einfach mit beginnen. Man macht für jeden Tag verschiedene Uhrzeiten, setzt man sich fest. Nach dem Aufwachen zum Beispiel, man spürt in seinen Körper rein. Also einmal, was auch hilfreich ist, aufzuschreiben, welche Gedanken sind da, welche Gefühle sind da und wie hoch ist meine Anspannung. Das mehrfach am Tag, weil so kann man auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass man rechtzeitig merkt, wenn man in eine Hochanspannung gerät. Also wenn die Anspannung immer weiter steigt und man merkt, okay, schlechtes Gespräch mit dem Partner, irgendwie Stress auf der Arbeit und es steigt immer weiter. Man kommt nach Hause und man hat irgendwie Suchtdruck, dass man vorher dagegen hält oder das merkt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Anspannung erstmal da oben ist, dann hat teilweise echt wenig geholfen. Und das ist so mein Tipp vorweg, wenn ihr damit arbeitet, beobachtet euch selbst. Kennt eure Frühwarnzeichen. Frühwarnzeichen, damit meine ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dass man unruhig ist, dass man nicht mehr klar sitzen kann, dass man innerlich anfängt zu zittern, dass man vermehrt Probleme, Gedankenschleifen hat und so weiter. Und das sind halt einfach Dinge, die wichtig sind, wenn man damit anfängt, an sich zu arbeiten. Damit man am Ende nicht enttäuscht ist, wenn es nicht gleich klappt. Und das möchte ich vorweg sagen. Wenn du Problemverhalten hast und das Gefühl hast, du versagst immer wieder oder du schaffst es nicht, dann sei dir bewusst, das sind einfach zum Beispiel auch teilweise Autobahnen, also gelerntes Verhalten, was man sich selbst beigebracht hat und antrainiert hat, was irgendwann ein Automatismus ist, was automatisch abläuft und wo es tatsächlich dann irgendwie der gewohnte Weg für das Gehirn ist, um das umzulernen, umzustrukturieren, quasi sich anderes Verhalten anzutrainieren. Das dauert eine Zeit und es wird immer wieder Phasen geben, wo man dann den alten Weg geht und irgendwie einen Rückschlag erlebt. Und dann ist ein guter erster Schritt, da nicht sauer auf sich zu sein, sondern immer wieder zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich bin bereit, den neuen Weg zu gehen. Das wäre jetzt ein Rückschritt, aber ich mache trotzdem weiter. Genau, das möchte ich vorweg sagen, weil ich am Anfang enttäuscht von mir war, dass ich das nicht schnell genug hinbekommen hat und dass es gedauert hat und dass ich immer wieder Rückfälle hatte. Und ja, das
Ist einfach so. Ich hatte 16 Jahre eine Essstörung. Also sollte man dann erwarten, dass man innerhalb von 2 Monaten gesund ist? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau. Also so viel von mir zu diesem Thema. Falls du bestimmte Wünsche hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Also insbesondere zur DBT. Ansonsten aber auch zum Beispiel zur Beziehung mit Borderline. Da mache ich ab und zu Videos mit meinem Freund. Da beantworten wir auch gerne Fragen. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, mit den ersten Skills.